Hi Udo, ich habe zwar keinen Trick auf Lager, aber ich möchte dir ein bisschen was zeigen. Mir geht es um mein Neckknife, was ich hier mit dem Lederriemen um meinen Hals gehabt habe. Ich nenne es jetzt einfach mal Neckknife. In Wirklichkeit ist es natürlich ein faltbares Messer. Erster Punkt: Ich trage es an einem großen Karabiner und an einem kleinen Art Karabinerchen. Weil ich möchte mit einer Hand fähig sein, während ich vielleicht was anderes halte, den Riemen stramm gezogen, das Messer ausklippen. Zweitens möchte ich das Messer mit einer Hand öffnen können, weil es ja kein feststehendes ist, was ich aus einer Kydex-Scheide oder einer Lederscheide so rausziehen kann. Dies ist hier das kleine Messer von Sanremo, was ich von Stefan bekommen habe bei einem seiner Spendenabend Giveaways. Und ich möchte gerne mit einer Hand das Messer öffnen können. Ich habe schon mal in meinen Kommentaren geschrieben, dass ich gerne auf der legalen Seite bleibe bei dem Tragen der Messer. Und man darf leider nicht Einhandmesser in Deutschland tragen. Und ich möchte trotzdem aber in der Lage sein, ein Messer mit einer Hand durch festgezogenen Riemen öffnen, dass während ich was anderes halte oder wenn ich meine linke Hand nicht benutzen kann, dass ich trotzdem das Messer gleich griffbereit habe. Mit einer Hand ziehe ich es mir aus meiner Kleidung raus, mit der einen Hand kann ich es mir öffnen. Und wenn ich es schließe, dann ist auch das wiederum leichter möglich. Gerade bei dem Sanremo-Folder, man kann es gut bis zur Hälfte schließen, dann geht man die Finger ein bisschen aus dem Weg, hält den Riemen stramm und klappt zu. Was ich noch über dieses kleine Messer mag, und das mache ich auch bei deinen Neckknives, wenn du diese Fangriemen ranmachst, dass man den kleinen Finger in eine Art Ring einbringen kann, damit man eben auch, wenn man es losgelöst hat, man kann es halt auch mal loslassen, kann in der Zwischenzeit was anderes machen und hat es wieder gleich parat. Also diese drei Punkte sind mir wichtig bei einem Neckknife, bei meinem Neckknife. Und ich hoffe, das akzeptierst du, denn deine Messer sind wirklich super und ich bin scharf auf so ein kleines Neckknife oder so ein Udo Bee oder was von dir. Kann es mir aber auch nicht leisten bei meinem Teilzeitjob. Im Moment, also wenn ich gewinne, freue ich mich richtig drauf, was du da im Petto hast. Ciao Udo, mach weiter so, du bist der Mann.